und herzlich willkommen zurück zu Dreamlight Valley. In der letzten Folge haben wir alle Edelsteine gefunden, die wir finden mussten. Das waren, glaube ich, 7 Stück. Heute gehen wir zu Dagobert rein, denn er hat noch irgendwas in Sachen Finanzlektion für uns. Mal schauen. Dagobert, du musst... Ich habe einen Job für dich. Schön. Einen schönen Tag noch. Gut gemacht. Jetzt hast du Geld zum Investieren. Meine 37. Regel für persönliche Finanzgelegenheiten lautet, die wichtigste Investition, die man tätigen kann, ist in das eigene Heim. Ich habe im Haus einen Aufzug eingebaut, mit dem du die Zimmerverbesserung erreichen kannst. Oh, cool. Wirf einen Blick drauf und investiere ein wenig in die Erweiterung deines Immobilienbesitzes. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, Dagobert, können wir noch reden? Sei gegrüßt, Nachbar. Gut, Fanny. Guten Tag, Fanny. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Ah, okay. Das Dorf ist perfekt, findest du nicht auch? Weißt du, was dieses Dorf braucht? Einen Geldspeicher, damit ich darin schwimmen kann. Das können wir uns nicht leisten. Vielleicht noch nicht, aber ein paar kluge Geschäftsentscheidungen und ein oder zwei gewagte Abenteuer, dann wirst du es erleben. So habe ich bereits ein Vermögen gemacht und so werde ich ein weiteres machen. Nur nicht. Oh. Oh, ich bin Level 4. Ich habe ein Bett. Mach weiter so, Fanny. Einen schönen Tag noch. Ei, hallo. Hab ich was für dich? Du magst bestimmt Edelsteine, oder? Ich habe aber keine, Junge. Ich habe überhaupt keine für dich. Oh, ach so, wartet. Er mag Nudeln, glänzender Topas und Eisenerz. Ja, gut. Dann nicht. Freundlichen Dank. So, ich soll jetzt in mein Haus... Nur nicht vergessen, Zeit ist Geld. Ja, ich soll jetzt in mein Haus investieren. Dann machen wir das doch gleich mal. Na, mein kleiner Freund. Ich finde das so süß. Der hat eine Sahnehaube mit einer Kirsche auf seinem Kopf. Das wirkt irgendwie weihnachtlich, meine Lieben. Kann ich an dir lecken? Oh mein Gott. Okay, das war, glaube ich, nicht so gut gerade gewählt. So, betreten. Oh, da ist ja mein Fahrstuhl. Schön, oder? Stockwerke des Hauses. Erweitern. Bist du sicher, dass du den Hauptraum erweitern willst? Ja. Oh, jetzt ist er einen Ticken größer geworden. Okay. Erweitern. Okay, das nächste wäre 2000. Mache ich jetzt lieber nicht. So, okay, dann gucke ich jetzt mal, was ich Schönes alles machen kann mit meinem Haus. So, dann gucken wir mal erstmal, dass ich das entferne. Alle hässlichen Dinger werde ich jetzt erstmal entfernen. So, dann einmal drehen. Wartet mal, ich kann ja auch rauszoomen, ne? So. Nee. Das mache ich auch erstmal weg. Genauso wie diesen schäbigen Sessel. Kannst... Achso, ich habe die Lampe angepasst. Okay. Nee, ich wollte eigentlich den Sessel. So, den Herd muss ich ja lassen, den brauche ich. So, das kann ich jetzt dahin bauen. Ah, okay, jetzt ist die Musik aus, ich verstehe. So, da ist der Herd. So, ich habe ja ein Bett, ne? Wartet mal, notwendiges. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Eine schöne Sitzecke. Und ein schöner Tisch. Und ein super hübsches Bett. Drehen.
guck mal, das passt doch wunderbar hier hin. Erstmal. Solange ich noch nichts Schönes habe. Hier ist Küche. Nein, das lasse ich erstmal. So, wartet mal. Was habe ich denn noch? Habe ich denn irgendwie Lager? Trickkiste? Okay. Geräte habe ich nichts weiter. Elektronik habe ich dieses alte Radio. Beleuchtung. Okay, dann mache ich mal das weg und mache das dafür hin. Das ist doch viel hübscher. So. Zierpflanzen. Nee, habe ich nicht. Teppiche, habe ich einen Teppich? Ja, ich habe einen Teppich. Oh, schön. So. Dann gehen wir mal zu Tapeten. Oh ja, das ist doch schon viel freundlicher. Das nehme ich. Böen. Ah. Oh ja, oh, das gefällt mir ganz gut. Das lassen wir so. Türen. Habe ich nicht. Wand. Dagobert Ducks Wandschild. Hängen wir einfach an, obwohl ich den Schnösel nicht so mag, aber ist ja egal. Gut, sonst habe ich nichts, ne? Doch, ich habe noch die Werkbank, Leute. Genau, die Werkbank muss ich doch noch hinstellen. Die machen wir mal neben mein Herd, würde ich sagen. Oh, stimmt, mein Teewagen! Mein Teewagen. Stimmt ja, den habe ich ja auch noch. Okay. Dann würde ich mal sagen, sieht doch schon ganz nett aus, oder? Sprich mit Dagobert über deine Investition. Okay. Ach so, wartet mal. Kann ich nicht eine Truhe herstellen? Ich hatte doch da irgendwie neulich was gesehen. Ja, hier. Oh, schön. Dann mache ich gleich mal zwei. Ich finde die Ambition so cool. Sehr gut. So, was kann ich noch herstellen? Gereinigte Nachtscheiben. Nachtschirm. Oh, guck mal, ich kann noch... Ich könnte, wenn ich Holz hätte. Alles klar. Kopfsteinpflasterstraßen. Ah. Unheilvollbare... Nee, was? Unheilvolle Kopfsteinpflasterstraße? Und weißer Bambuszaun. Okay, dazu brauche ich aber Bambus oder so. War das jetzt wirklich Bambus? Ja, Bambus. Okay, ich habe zwei Truhen hergestellt. Wartet mal, die werde ich nochmal schnell aufstellen. Allerdings... Oh, okay, wartet, wartet, wartet. Ganz, ganz entspannt, Fanny, ganz entspannt. Du findest das schon. Und zwar bei Lager wahrscheinlich. Oh, schön. Die sind sogar richtig hübsch. Eine kommt dahin. Und die andere... Mache ich erstmal hier hin, würde ich sagen. Oh, cool. Jetzt habe ich ein bisschen Lagerplatz. Oh, wie schön. Guck mal, dann kann ich ja hier... Dann kann ich ja hier Kochsachen reinmachen. Ja, das ist doch mal eine Idee. Alles, was zum Kochen ist. Salat. Basilikum. Ach so, wartet mal. Die muss ich doch noch sammeln, ne? Ah, wobei, wartet. Ich mache die erstmal rein. So, Mohrrüben. Ich glaube, Weizen war auch zum Kochen. Das kann ich jetzt verkaufen. Hier habe ich noch ein Gericht. Okay, wunderbar. Dann kann ich... Warte mal, habe ich jetzt hier auch noch was Kochbares drin? Ja, hier, Weizen. So, das kann weg. Das kann weg. Dann werde ich die ganzen Blümchen noch woanders hin tun. Die Sachen können ja hier drin bleiben. Dann kann das endlich rüber.
so. Erde könnte, glaube ich... Nee, Erde kommt zu den Pflanzen, würde ich sagen. Nee, obwohl, das ist doch bestimmt was zum Bauen. Sehr schön. Dann kommen jetzt hier Pflanzensachen rein. Ach, ist das schön. Ach ja, habe ich ja noch was zum Kochen. Wartet. Habe ich gar nicht gesehen. So. Oh, und schon ist mein Rucksack leer. Wie cool ist das denn, Leute? Kann ich was mit meinem Teewagen machen? Einen Tee kochen? Oh, ist das hübsch. Von der Schöne und das Biest, ne? Kann ich schlafen? Nee, ne? Aha. So viel dazu. Das Handy. Naja, gut, sie ist halt ein junges Mädel, ne? Die ist halt ein bisschen jünger wie ich. Oder als ich. So, okay. Passt mal auf. Miki ist ja trotzdem sehr gut gelaunt. Achso, wartet. Ich muss erst noch mit Dagobert reden. Getreten. Ich habe investiert. Hallo, hier bin ich. Einen schönen Tag noch. So war ich hier stehe, dein Haus sieht so aus, nee, sieht aus, als wäre es jetzt ein Vermögen wert. Gut gemacht, meine Freundin. Natürlich kam die Idee von mir, also muss es ja genial werden. Jetzt hast du noch mehr Platz für Gegenstände aus meinen Laden. Komm jederzeit vorbei, mein Bestand ändert sich dauernd. Schön für dich. Okay, Dreamlight Valley Wirtschaftsgrundlagen habe ich abgeschlossen. So, was hast du denn jetzt, mein Freund? Reden. Sei gegrüßt, Nachbar. Lass mich dir etwas zum Thema Geschäfte beibringen. Du musst deine Kunden glücklich machen. Aus vielen Gründen, aber vor allem, weil es glücklichen Käufern weniger ausmacht, einen hohen Preis zu zahlen. Ich habe einen Kunden, der auf seine Lieferung wartet. Hast du Zeit, mir zu helfen? Na klar. Wer ist der Kunde? Der Zauberer Merlin. Er kann ein schwieriger Kunde sein. Kannst du erraten, was er bestellt hat? Etwas Altes wie er? Geschäftsregel Nummer 22. Kunden mögen es nicht, wenn man sie zum Gespött macht. Die Antwort war blau. Kannst du erraten, wo er dieses Möbelstück hinstellen möchte? In seinem Büro natürlich. In der Tat, es ist sein Büro. Hier ist die Anzahlung, die er für die Möbel gemacht hat. Such dir etwas damit aus oder kaufe etwas noch Schöneres in deinem mit deinem eigenen Geld. Oh, ich habe 2000 gekriegt. Leute, der ist spendabel. Wenn du in meinem Laden etwas für ihn nicht finden kannst, gib mir Bescheid. Ich habe gerade ein Liefersystem auf Anforderung installiert, mit dem du alles aus meinem Katalog bestellen kannst. Auf Wiedersehen und bis bald. Die Kunden wissen es am besten. Okay, bringe Merlin Möbel mit der Farbe Blau für sein Büro. Okay. Einen schönen Tag noch. Guten Tag, Fanny. Ich kann Dagobert irgendwie nicht nachmachen. Ich würde gerne ein paar Dinge bestellen. Nach was suchst du? Möbel? Jetzt bin ich leicht überfragt. Nun, komm wieder, wenn du deine Meinung änderst. Freundlichen Dank. Muss ich das vielleicht an der Werkbank herstellen? Ich guck nochmal kurz in das Aufgabendingens. Hier. Bringe Merlin Möbel mit der Farbe Blau für sein Büro. Achso, ich habe das schon gekauft. Ah, ich soll ihm das jetzt nur noch bringen. Okay. Dann machen wir das mal eben. Merlin, wo bist du? Merlin, ich habe dich doch irgendwo rumrennen sehen. Wow, ich wünschte, alle meine Freunde könnten diesen Ort hier sehen. Oh, da bist du ja. Hier, bitteschön, Merlin. Na dann, wir haben viel zu tun. Geben. Bitteschön, Merlin. Da bist du ja.
Ohoho, das ist genau, was ich wollte. Gut gemacht, mein Freund. Sag Dagobert, dass es ein Vergnügen ist, mit ihm Geschäfte zu machen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Kehre zu Dagobert zurück. So, ich bin wieder da. Sei gegrüßt, Nachbar. Hervorragende Arbeit. Du wirst schon bald mein Mitarbeiter des Monats sein. Ei, ich glaube, du hast etwas darüber gelernt, wie man Kunden glücklich macht. Du hältst die Wirtschaft auf Trab. Komm jederzeit wieder in meinen Laden. Ich habe bald neue Bestellungen. Hervorragend! Oh. Seine Dingens ist gestiegen. Hallo. Ei, hallo. Nee, okay. Freundlichen Dank. Ja, finde ich auch. Dagobert, finde ich auch. Okay, also, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken hier. Aufgaben. Koche ein Gericht mit Basilikum oder Oregano. Sammle Traumscherben. 8 Weichholz. Okay. Okidoki. Achso. Einmal das. Dann mache ich erstmal das hier. Gänseblümchen sammeln und so. Hi, Miki. Mein kleiner, süßer Freund. Ich muss jetzt noch sammeln Weichholz. Okay, das dürfte ja kein Problem sein. 1. 2. Oh, wartet mal. Das kann ich jetzt auch mitnehmen. Ich habe ja jetzt meinen Rucksack leer. So, was muss ich noch? Weiße Gänseblümchen, ja? Was bist du eigentlich? Ich sammle mal auf, meine Lieben. Ich sammle mal auf, weil ich nicht weiß, ob ich schon alle Blumen gesammelt habe. Keine Ahnung. So. Eigentlich hat man ja immer was zu tun, ne? So, wieder ein paar Äpfel sammeln. Ein bisschen Gewürze. Sehr schön. Na, heb auf. Heb doch auf, du kleine Fanny. Okay, das hätte ich. Jetzt zauber mal weg hier. Wir können den Platz gebrauchen. Einmal das, einmal Äpfel. So, Weichholz habe ich ja jetzt eigentlich genug gesammelt. Jetzt brauche ich nur noch weiße Gänseblümchen. Aber ich glaube, die finde ich... Wartet mal, wo war denn das nochmal, wo so viele Blumen waren? So, hier ist doch mal ein bisschen Gewürz. Hier auch. So, ich glaube, die waren unten. Ne, hier hinten. Oder? Wartet mal. War das hier? Nee, das war nicht hier. Hi, Merlin. Oh, guck mal, die ist gerade aufgeploppt. Ah, nee, das sind keine weißen Gänseblümchen. Nein. Gut, dann gehen wir mal runter. Es regnet. Ich frag mich, wo meine Gummistiefel sind. Hofi, es regnet nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie du darauf kommst. Hier meinte ich. Genau. Das sind doch Gänseblümchen. Ja. Genau. Ich frage mich, was Kofi gerade vorhat. Du, das weiß ich nicht. Baue ein großes Vogelhaus. Okay. Dann muss ich dazu jetzt zu meiner Werkbank. Ein großes Vogelhaus für Mickey Maus. Na du?
Okay, dann einmal rein. Ein Vogelhaus für Miki. Weichholz, weiße Gänseblümchen. Ah ja, okay. Sehr schön. Gut, eins hat doch gereicht, ne? Stelle das Vogelhaus im Dorf auf. Okay. Ich würde eigentlich fast sagen, ich stelle das einfach hier auf. Nee, hier. Hier ist ein guter Platz. Hier, das sieht doch hier bestimmt hübsch aus. So, Vogelhaus. Ich sehe nichts. Ist das richtig rum? Ja. Miki, ich hab's gebaut. Kannst stolz auf mich sein. Wow, frag Miki, was er denkt. Könntest du bitte kommen? Hallo! Hallo, das Vogelhaus sieht so toll aus, dass ich fast selbst gern ein Vogel wäre. Es ist aufregend, sich vorzustellen, dass alle langsam nach Hause zurückkommen. Ah. Aber am meisten freue ich mich auf die Rückkehr von jemandem ganz bestimmten. Ah. Meine liebste Mini, ich hatte gehofft, sie wiederzufinden, als du die Wiese begehbar gemacht hast. Aber sie war nicht da. Vielleicht kommt sie zurück, wenn wir dem Dorf seinen früheren Glanz zurückgeben. Ich bin sicher, dass es ihr gut geht. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ah! Jetzt, da du hier bist, wette ich, dass wir sie zurückbringen können. Du hast irgendwie etwas Magisches an dir, Fanny. Wenn du da bist, habe ich automatisch Hoffnung. Oh, Junge! Oh, Junge! Okay, super, Miki. Hallo, du! Hallo, bin ich froh, dich zu sehen. Ich hab was für dich. Du magst doch bestimmt ein bisschen Obst. Oh ja, super, cool. So kann man die also leveln. Komm, ich geb dir noch was. Ich hab genug, Miki. Ich hab genug. Sehr schön. Und wie stehst du auf Äpfel? Oh, das, die mag er auch. Okay, er mag also alles. Und Blumen? Wartet mal. Blumen. Blumen. Habe ich noch Blumen dabei? Wartet mal. Gebe ich ihn einfach. Ja, die. Oh, die mag ja noch mehr. Oh, Junge, das ist schön. Oh, hey. Kannst du reden, Kumpel? Er ist aufgelevelt. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Was ist das? Hast du mal kurz Zeit? Ja, habe ich. Hey, du! Mini fehlt mir sehr, aber ich weiß, dass wir sie eines Tages rückholen werden. Ich wünschte nur, eines Tages wäre heute. Ich verstehe dich. Sie bedeutet dir sehr viel. Hä? Das tut sie. Ich könnte mir keine liebere Liebste wünschen, seufzt. Ich vermisse all die Dinge, die wir früher zusammen gemacht haben. Wie Lieder singen und Picknicks machen. Vielleicht könnten wir ein Picknick machen. Das war eine von Minis Lieblingsbeschäftigungen. Das hätte ihr sicherlich gefallen. Wie wär's, wenn du das Essen besorgst und ich mich um den Rest kümmere? Bis ganz bald. Bis ganz bald. Mini wird vermisst. Okay, Fischbrötchen und Rohkost. Alles klar. Fischbrötchen und Rohkost. Okay, das heißt, ich muss irgendwie angeln. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich mal sagen, pflanze ich noch was ein. Ach so, oder auch nicht. Oder ich sammle einfach. Gut. Hat dir das gefallen, Miki? Ich weiß es nicht so genau. Au, wartet mal. Einen schönen Tag noch. Weißt du, wenn du dein Haus verbessert, hast du mehr Stauraum und mehr Zimmer. So viel Platz bedeutet, dass du dich noch schneller erholen kannst. Okay. Oh, für 2000. Ich mache es. Ach, das ist doch das Gleiche, was ich drin hatte im Fahrstuhl, oder? Gesegnet sei...
Meine Nummer 1. Was für ein Anblick. Ich habe Lust auf ein kleines Abenteuer. Okay, reden. Sei gegrüßt, Nachbar. Guten Tag, Fanny. Nee. Freundlichen Dank. Oh, mein Haus ist ein bisschen größer, Leute. Also von außen. Hi, Mickey. Wie gefällt's dir hier drin? So, dann räume ich das erstmal wieder rein. So. Das kommt da rein. Und das kommt hier in die Essecke. Okay, das kommt wieder raus, das kann ich verkaufen. So. Okay. Gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge für heute. Ich habe mein Haus aufgewertet. Sehr schön. Achso, wartet mal. Habe ich jetzt mehr Zimmer? Moment mal kurz. Ansehen. Erweitern. Ah, nee. Anscheinend nicht. Okay, aber nicht schlimm. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal ganz kurz noch einen Screenshot. Mickey. Ah, okay. Oh, wie süß. Okay, aber ich glaube, ich muss mich irgendwie doch anders hinstellen oder so. Vielleicht so? Ich probier's mal. So, Handy raus. Ha, wartet mal. Oder ich muss weiter weg. Noch viel weiter weg. Vielleicht hier so hin. Aber ich würde ganz gerne eigentlich mein Haus noch dabei haben. Ah ja, irgendwie so. Gut, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. In der nächsten Folge werde ich entweder jetzt hier Mini wird vermisst machen oder aber mir ist gerade eingefallen, ich habe... Oh, wartet mal. Ganz kurz, bevor ich die Folge beende. Nochmal hier alles einsammeln. So. Und nochmal nach den Sammlungen gucken. Okay, hier noch. Sets mit Möbeln hier. Dingens. So. Okay, wunderbar. Genau, dass ich... Ach, jetzt heißt es wieder weggemacht. Hier, ne? Ein wichtiger Abend im Restaurant mache. Ich glaube, das ist... Ja, erkunde das Ratatouille-Reich. Okay, ich glaube, das werden wir dann als nächstes machen. Meine Lieben, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Bis dann, bye bye.